Yo, es wird wieder allerhöchste Zeit für ein PlayStation Freebuild Turnier. Das heißt wiederum, wir holen jetzt so ungefähr 7 bis 10 Personen rein, die uns ihre Freebuilds zeigen. Wir werden das alle zusammen bewerten. Und der Gewinner, also derjenige, der sich den ersten Platz holt, bekommt entspannte 1000 V-Bucks. Ganz simple Geschichte. Die Personen haben je immer 1 Minute Zeit. Ich will auch nicht lange reden, Leute. Lasst ein Like da. Wir gehen direkt rein. Go, Junge. Als allerersten Kandidaten bei dem PlayStation Freebuild Turnier haben wir hier den Unsiebter X. Hast du eine PlayStation 4 oder 5? Eine 4er, ne? Wenn du 4 hast, dann spring mal. Okay. Hat PlayStation 4, okay. Maus und Tastatur auf natürlich 60 FPS dementsprechend. Die Edits waren eigentlich an sich gut, sage ich ehrlich. Geh mal dahin und fang an, wann du willst, ne? Und dann, sobald du anfängst, hast du 1 Minute Zeit. Okay, es geht los. Okay. Denk dran, 60 FPS. Zwar auch mit Maus und Tastatur. Oh, Quattro-Ende Satz fast. Triple, ja. Nochmal Trippeli-Mippeli von Seite. Oh, endlich mal. Oh, der war schön, Digga. Der war schön. Okay. Oh, da hat er ein bisschen versemmelt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass auf PlayStation, besonders auf PlayStation 4, dass du da halt absolut Delay drin hast, ne? Besonders wenn du mit Maus und Tastatur spielst, so. Also ich meine, es ist trotzdem alles in allem besser, Safety Control, obwohl es gibt auch Controller-Spiele, die sind noch krasser, wie er jetzt, ne? Aber ich glaube, die sind dann auch nicht schlecht auf Maus und Tastatur. Da sind sie dann mindestens genauso gut. Oh, ein bisschen hängen geblieben. Das war's aber. Zeit ist abgelaufen, Bruder. Du musst stehen bleiben. Und wir reden auch nicht lange. Bewertet den von 1 bis 10. Ich glaube, Mittelwert ist auf jeden Fall eine 7. Brauchen wir nicht drüber reden. Solide 7, das ist gut. Für 60 FPS, Digga, kann man nicht meckern. Mal gucken, wer der nächste ist. Okay, als zweiten Kandidaten haben wir hier die absolute Furzkanone. Ja? Boah, der furzt bestimmt den ganzen Tag beim Zocken. Ich sagte, ich will gar nicht einmal seinen Gaming-Raum betreten. Nee, du furzt nicht. Warum heißt du dann so, Alter? Dann wird mal allerhöchste Zeit, den Namen zu ändern. Der spielt auf jeden Fall auf SCUF mit 120 FPS auf der PlayStation 5. Das, was ich gesehen habe, ultra krass. Wir gehen rein, 1 Minute Zeit, let's go. Ja, am Anfang ein bisschen Chocorino, heißt aber nichts. Vertraut mir. Siehst du, der macht Quattro-Edits, Digga. Guck dir das mal an, Bruder. Du hast am Anfang gedacht, Noob. Und jetzt am Ende macht der nochmal zack, zack, zack. Auch sehr clean, ne? Boah. Wilde Geschichte, Bro. Holy shit. Wow. Bro. Mit Scuffy spielt der. Also nicht Maus und Tastatur. Ist ein Controller-Spieler, ne? Das ist richtig stark. Das ist schon auf jeden Fall High Class. Safe. Auch schön, Junge. Hast du noch einen Side-Jumpy parat vielleicht? Vielleicht? Ein Side-Jumpy, kannst du das, Junge? So ein Side-Jumpy? Macht er nicht, aber ist egal, Alter. Bro, heftig, ich sag ehrlich. Stehen bleiben, Furzkanone. 1 Minute ist vorbei. Also für mich war das schon wirklich ultra stark, ne? Letzten Endes müsst ihr das aber wissen. Eine 1 bis 10 Bewertung, bitte. Das war richtig gut, ne? Mein Scarf, aber das war schon sehr ultra krass. Ja, für eine 10, glaube ich, ist das noch zu viel. Aber ich würde eine 9,5 ehrlich gesagt geben. Für eine 10, da muss ich so denken, was? Wir schreiben Furzkanone. 9,5 würde ich sagen. Ist das okay? Eine 9,5. Das ist krass, Digga. Ich sag ehrlich. Also 9,5 ist schon wirklich heftig. Für eine 10 muss der Edits machen, wo man gar nichts mehr checkt. Da ist dann wirklich Endlevel. Da checkt man gar nicht. Also ich find's gut für 120 FPS auf Controller mit Scuff. Okay, dann würde ich sagen, holen wir die dritte Person rein. Danke, dass du mitgemacht hast, Bro. Let's go. Okay, Leute. Alienkopf Billy am Start mit Sonnenbrille und Bananenhose. Die feiere ich auch immer. Ich nehme aber auch immer diese Tattoos bei dem Skin. Hier haben wir als nächsten Experten den Bulldog tatsächlich, ja. Spielt auf 60 FPS mit einem normalen Controller auf der PlayStation 4, gehe ich mal davon aus. Ist das richtig? Ja, auf PlayStation 4. Ja, mehr will ich eigentlich dazu nicht sagen, ne? Alien-Kopf, Alter. Okay, Bro, dann.
Der war auf jeden Fall krass. Der könnte sogar besser sein wie der vorher. Bin gespannt, Junge. Also auch normaler Controller, ne? Und keine PlayStation 5. Komm, 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 gib alles. Komm, 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 Junge, komm, komm. Sieht schon stark aus. Ach, Junge. Oh, Bro. Bro. Boah, heftig schon, ja. Choked aber so ab und zu mal eine Runde rein. Aber der macht komplett andere Edits. Aber ein Joe Carino ist schon ab und zu drin. Passiert. Wow! Yo! Der war gut, Alter. Habe ich noch nicht gesehen. Schön Zeitjump hier am Start auch. Digga, mit normalen Controller, Alter. Das ist heftig. Krass. Boah, ich weiß schon, was ich für eine Note geben würde. Zeit ist vorbei, Bruder. Bleib mal bitte stehen. Boah, aber ich sag, ich ungelogen jetzt. Ich, also in dem Discord-Clip sah ein bisschen besser aus, Alter. Da sah ein bisschen besser, cleaner so, weißt du? Aber ich glaube, du bist einfach nur aufgeregt, deswegen, ne? Also, ich würde sagen, für mich persönlich, eine 9. Fand Furzkanonen einen Ticken besser. Eine 9. Okay, perfekt. Okay, dann holen wir mal die nächste Person rein. Bulldog, danke, dass du mitgemacht hast. Okay, Bro. Ich glaube, vierter Kandidat oder fünfter, ich glaube, vierter, haben wir Eskukai Korkju. Will der Tornado, Junge. Also, ich glaube, der ist richtig gut, weil er spielt auf PlayStation 5 mit 120 FPS und Maus und Tastatur. Fang an, wann du willst, Alter. Sobald ich dich editieren sehe, gib die Minute. Irgendwann. Let's go! Go! Okay, 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 okay. Muss erstmal reinkommen. Quattro Edits sind am Start, Digga. Quattro Edits, Triple Quattro, Milatro Edits, Bro. Sehr wilde Geschichte gerade. Okay. Die Edits mache ich auch sehr gerne. Er baut doch safe. Ja. Wow, okay, yo. Okay, Bro. Okay, Bro. Okay, wieder ein Quattro Edit, Junge. Nochmal runtergehen. Nochmal hier ein bisschen Flexi, Rexi. Seite nochmal, zack, zack, zack. Wow, okay. Der kann auf jeden Fall viel Special-mäßiges, ne? Aber der Flex ein bisschen zu viel. Ich stopp die Zeit, 20 Sekunden. Du musst zum Podest, musst du. 20 Sekunden hast du noch laufen jetzt. Zeitjump saß auch, Digga. Ja, jetzt gerade nicht so. Boah, wenn er das alles clean könnte, ne? Dann wäre das richtig heftig, ich sag dir ehrlich. Aber die Cleanness fehlt so ein bisschen. Die Cleanness fehlt. Bisschen. Wenn das alles clean wäre, Alter. Ja, Zeit ist abgelaufen, Digga. Stehen bleiben! Also, ich finde das... Das Einzige, was mich gestört hat, es war nicht so clean. Das ist das Einzige. Das ist das Einzige. 1 bis 10. Aber sehr kompliziert auf jeden Fall, ne? Ich glaube so, der Mittelwert liegt bei... Bei so 8,5 bis 9, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, ich finde schon, dass das eine 8,5 bis 9 ist. Wenn das jetzt clean gewesen wäre, komplett alles clean, dann wäre das für mich sogar fast eine 10 gewesen, sage ich ehrlich. Aber dadurch, dass das nicht so clean ist, 8,5 bis 9. Stark, holen wir den nächsten rein. Let's go, Junge, let's go. Also als nächsten Kandidaten haben wir hier 21 Ross, Junge. Der hat bei Mega City Freebuild, nicht Freebuild, bei Mega City Heal of Turnier gewonnen mit seinem Duo-Mate. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, oben rechts verlinkt. Aber wir gucken uns jetzt nochmal seine Freebuilds an. Weil der hat wirklich zweimal einfach gewonnen. Es ist einfach krank. Dementsprechend bin ich gespannt, wie das hier aussehen wird. Spielt auf PlayStation 5 mit Maus und Keyboard 120 FPS dementsprechend. Ja, wie sagen, kannst du da hingehen, ne? Go, Junge. Fang an, wann du willst, Bro. Let's go. Ja. Auf jeden Fall schon sehr ultra stark, ne, Bruder? Brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Und clean ist zu 99% halt clean, ne? Absolut 99% clean, Digga. Ab und zu choke der mal rein. Ab und zu, Digga. Und wenn er reinchokt, dann denkt er direkt um und macht dann extra einen anderen Edit, weißt du? Das ist mir mal aufgefallen. Schon zweimal hat er reingechokt und hat dann halt eben einen anderen Dings gemacht. Einen anderen Move, sage ich jetzt einfach mal. Boah, der war schön, Alter. Ne? Krasser Sidejump auf jeden Fall. Schon wild, Digga.
Wow. Okay, Zeit ist abgelaufen, Bro. Also ich sag mal so, eine 10 kann es ja nicht sein, bei mindestens 50%. Ja, okay, sogar, warte mal. Ja, weil auch schon sehr viele anderer Meinungen sind, ne? Das war auf jeden Fall der cleanste, das stimmt. Boah, ist schwierig zu entscheiden, Alter. Ich sag dir ehrlich. Der war aber auf jeden Fall besser wie SQK, das stimmt. Und SQK hat, glaube ich, eine 8,5 bis 9 bekommen, ne? Oh, wir machen 9,5. Wir müssen dann am Ende halt einfach nur gucken, nochmal gleich uns die Clips angucken, wer von den beiden besser ist. Also Furzkanone oder Ross, werden wir dann sehen. Weil ich habe den nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber der hat auf jeden Fall eine 9,5 bekommen. Ne, dann bei denen müssen wir dann halt einfach nochmal gucken, würde ich sagen. Und vor allem ist Maus und Taste und Furzkanone ist Controller gewesen, ne? Ist ja auch so mal so eine Sache. Die muss ich auf jeden Fall, wenn es zum Endresultat geht, berücksichtigen. Definitiv muss ich. Aber ist jetzt egal, wir werden gleich sehen. Hol mal die nächste Person rein. Ross, danke, dass du mitgemacht. Travis Scott, Bro. Holy moly. Okay, hier haben wir Scoozy, Digga. Ruffy ist One Piece Fan auf jeden Fall. Ich glaube sogar großer One Piece Fan. Ich feiere One Piece. Okay, so kann man sich geben, aber Dragon Ball ist einfach besser, finde ich. Er spielt auf PlayStation 5 mit 120 FPS Standard Controller. Ich bin gespannt, Alter. Also das, was ich gesehen habe, war wieder ultra krass. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass der auf Standard Controller spielt. Ich würde mir eher so vorstellen, dass er auf Maus und Keyboard Spiel, aber werdet da sehen. Das ist der, der in Mega City die Wand so krass bearbeitet hat die ganze Zeit. Boah, ist schon übel heftig, ne, auf jeden Fall, Digga. Das war jetzt schon eine sehr wilde Geschichte. Ich habe gar nichts mehr gecheckt, sag ich dir ehrlich. Den Edit kriegt er nicht hin. Oh mein Gott. Das waren halt jetzt 5 Sekunden Zeitverschwendung. Deswegen, wenn man etwas nicht schafft, einfach direkt weitermachen. Boah, ey, wie krass, Alter. Das sieht ja richtig schön aus. Ist doch ehrlich. Mit angeblichem Standard-Controller, ne? Boah, beim besten Willen. Zeit ist abgelaufen. Stehen bleiben, Ruffy. Ihr müsst bewerten 1 bis 10. Und ich bilde wieder so einen Mittelwert. 10, 9,5, 9, 10, 8, 8,5, 8, 8 bis 9, 9, 9, 9, 9, 5, 10, 9, 9, 5, 9. Ich glaube, also ich fand den auf jeden Fall besser wie Ross, ne? Der war halt einfach ein bisschen besser. Also finde ich so. Keine Ahnung. Ruffy, dann hole ich den nächsten rein. Let's go. Okay, den letzten Kandidaten, der wirklich nochmal eventuell die Chance haben könnte, hier eine 9,5 zu bekommen, ist Temso on 200 IQ. Macht hier Foto für sich von sich selber, ein Selfie, ja. 60 FPS, die, ja genau, Maus und Keyboard, also das heißt PlayStation 4. Reicht an Informationen. Zeig her. Also wenn du das Erntewerkzeug siehst, dann weiß ich schon... Der wird richtig reinschwitzen eigentlich. Schwitzt so rein, wie du noch nie geschwitzt hast. Schwitz richtig rein. Mach so viel Schwitz, Alter, dass gleich unten komplette Wanne ist. Kann ich direkt baden gehen. Boah, aber ich glaube, ich stopp Zeit. Aber ich glaube, 37 Sekunden hast du noch. Ich glaube, für die schwer, wird schwer 9,5 zu bekommen, sage ich ehrlich. Wird schwer. Also sieht zwar auf jeden Fall stark aus, aber... Da haben ein paar Leute mitgemacht. Die waren noch ein Ticken besser. Leider. Was heißt, ich gönn's jedem, aber... Ich hätte noch gerne jemanden gesehen, der halt wieder hier nochmal alles aufräumt, so weißt du? Das wäre schon heftig gewesen, Alter. Aber, ja, schwierig, Digga. Ja, wir gucken mal, was die Leute sagen, aber ich glaube nicht, dass du First Place holst. Stehen bleiben! Eine Minute ist abgelaufen!
Nein, du hast gut gebaut, aber du hast auch so Chokerino, ne? Im Clip sah hast du nicht so viel gechoked, du bist bestimmt aufgeregt einfach nur. Also ich muss offen und ehrlich gestehen, wenn ich mich jetzt nicht irre, für mich persönlich, ich fand SQK besser. Ich würde den eine 8 würde ich dem geben. Aber ist gut, ey, 8 ist gut, Alter, hä? 8 ist gut, Junge. Wir haben jetzt aber ein Problem, also, Ruffy hat 9,5, Ross hat 9,5 und... Furzkanone hat 9,5. Wir gucken uns jetzt nochmal kurz die Clips von den dreien an und dann entscheiden wir, wer besser ist. Insgesamt haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute mitgemacht, Temso. Auf jeden Fall GG. Wir gucken jetzt nochmal rein und dann gucken wir, wer der Beste ist. Also, war jetzt am Ende ein bisschen kompliziert, aber Ruffy hat gewonnen, Junge, mit 48,57% laut dieser Abstimmung. Ross auf dem zweiten Platz und Furzkanone auf dem dritten Platz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Likey da. Und ich würde sagen, haut da rein.